Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nicht mit Schwindel zu tun hatte. Und manchmal aber wird man den Schwindel einfach nicht wieder los, obwohl die Ursache längst gefunden ist. Und das macht den Alltag natürlich schwer. In der Asklepios Klinik St. Georg gibt es nun eine Tagesklinik für Schwindelpatienten. Und bei mir sind die beiden Initiatoren dieser Tagesklinik. Das ist Professor Dr. Jens Meyer. Er ist Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie und plastische Operationen. Und es ist Privatdozent Dr. Christoph Terbock, Chefarzt der Neurologie, beide an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie beide für uns heute Zeit haben. Vielen Dank. Wenn jetzt bei mir sitzt ein Neurologe und ein HNO-Spezialist, heißt das dann, dass bei Ihnen in Ihren Fachgebieten auch die Ursachen für Schwindel zu finden sind, Herr Dr. Terbock? Ja, die meisten Ursachen von Schwindel liegen ja im Hals-Nasen-Ohrenärztlichen oder im neurologischen Bereich. Circa 90% rechnet man. Und im Bereich der Neurologie können Störungen des zentralen Nervensystems sein, beispielsweise beim Kleinhirnerkrankungen, aber auch bei Multipler Sklerose beispielsweise gibt es das. Oder auch des peripheren Nervensystems, beispielsweise bei Polyneuropathien. Die vermindern auch die Information aus den Beinen zum Nervensystem und dann kann es zu Schwindel und Gangunsicherheit kommen. Ja, und gerade Polyneuropathien in Verbindung auch mit Diabetes, das sind ja sicherlich Dinge, die durchaus häufiger vorkommen können. Insofern ist man dann auch häufiger bei Ihnen nachher angesiedelt, ne? Polyneuropathien sind bei uns häufig, wir diagnostizieren sie regelmäßig und die Probleme liegen oft in einer Schwindelbeschwerden, in einer Gangunsicherheit, einer Gefährdung der Mobilität. Ja. Herr Professor Meyer, welche Arten von Schwindel sind denn im HNO-Bereich angesiedelt? Beides ist ja nah beieinander, alles ist ja Kopf eigentlich, aber was ist denn speziell Hals-Nasen-Ohren-Bereich? Das sind vor allem die Sachen, die im Bereich des Innenohres entstehen. Zum Beispiel ist das die sogenannte Vestibulopathie, das heißt, dass das Gleichgewicht sogar zum Beispiel akut ausfällt oder auch chronisch schlechter wird. Das kann beidseitig oder einseitig sein. Dann gibt es die Varianten, wo man Lagerungsschwindel hat zum Beispiel, wobei das meistens auch interdisziplinär ist. Das entsteht ja auch im Innenohr durch kleine Steinchen. Genau, durch diese Kristalle, die im Innenohr unterwegs sind, in diesen drei Bogengängen, oder? Genau, es gibt also kleine Membranen, Gelkissen, in denen Steine eingelassen sind. Und von diesen können sich zum Beispiel durch ein Kopftrauma ein Steinchen lösen. Und das flottiert dann in diesen Bogengängen, den drei Ebenen des Raumes angeordnet sind, dann dadurch. Und das führt dann dazu, dass man Schwindel bekommt. Und zwar immer, wenn das Steinchen, das eigentliche Sinnesorgan, passiert. Dann hat man Schwindel. Wo sind denn Schwindelarten angesiedelt, die über die Psyche kommen? Finden ich die auch in einem Ihrer beiden Bereiche? Ich denke, wir haben sie häufig in der Neurologie, dass letztlich keine organische Ursache als Schwindelursache herauskommt, sondern eine psychologische. Beispielsweise, wenn Patienten vermeiden, bestimmte Situationen zu erleben. Manche haben Angst vor weiten Plätzen oder auch vor Menschenansammlungen. Wenn das der Fall ist, dann entwickeln Patienten mitunter Schwindel und vermeiden die Situation und schränken zunehmend ihr Leben ein. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, was man auch nicht vergessen darf. Wir haben ja akute Schwindel und chronische Schwindelformen. Bei den chronischen Schwindelformen, gerade im Besonderen, ist es natürlich so, dass jeder Mensch sich fragt, wenn das nicht wieder los wird, wie das Leben dann weitergehen soll. Und dadurch entsteht natürlich auch eine psychologische Komponente, die nicht unerheblich ist. Ja, natürlich. Und all diese Patienten, die solche Krankheitsbilder aufweisen, die können jetzt zu Ihnen kommen in diese Tagesklinik? Es ist so gedacht, dass Patienten, die schon eine Diagnose haben, dass die in diese Tagesklinik kommen und dort ein Therapieprogramm erfahren, wo sie bei verschiedenen Schwindelerkrankungen Hilfe bekommen und auch Besserung erwarten können. Wie komme ich in die Klinik hinein? Also es läuft in der Regel so, dass wir Sprechstunden anbieten in beiden Fächern, wo die Patienten zunächst einmal gesehen werden müssen. Die Patienten, von denen wir jetzt reden, die chronisch kranken Patienten, da gibt es in der Regel auch noch Klärungsbedarf, weil diese meisten Patienten noch gar nicht eine richtige Diagnose haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Patienten mit einer ganz klaren Diagnose, da ist das anders, aber in der Regel müssen sie einmal von uns gesehen werden natürlich, um zu schauen, ob dieser Patient überhaupt jemand ist, der da reinpasst oder ob er nicht doch eine andere Therapie braucht. Also gibt es ja verschiedene Arten von Schwindel, wie zum Beispiel mit Herz-Kreislauf-Erkrankung vergesellschaftet. Da sind wir zumindest natürlich die falschen Ansprechpartner. Da bräuchte man einen anderen Kollegen, der sich darum kümmert. Deswegen muss der Patient einmal uns ambulant sehen, sogenannte prästationäre
Therapie mit einem Einweisungsschein, müssen die Patienten zu uns kommen und können dann, wenn sie dann gesehen worden sind, dann im Anschluss in die Tagesklinik kommen, je nachdem, wann es ihnen passt, für eine 5-tägige Therapie. Aha, da haben Sie es schon angesprochen. 5 Tage bin ich bei Ihnen. Was passiert dann mit mir am ersten Tag? Am ersten Tag passiert viel an Untersuchungen, und zwar durch den Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohren-, Heilkunde und Neurologie, aber auch schon die Therapeuten müssen sich ein Bild machen über die psychologische Situation des Patienten, über die körperliche Situation. Das heißt, sowohl die Psychologen als auch die Physiotherapeuten werden schon tätig. Und am Ende des Tages steht für jeden Patienten ein Gespräch in der Gruppe an, wo genau festgelegt wird, wo sein Problem ist und wie man ihm am besten in den kommenden Tagen helfen kann. Das heißt, ich sehe schon mal jeden, dem ich später auch noch einmal wieder begegne. Kann man das so sagen? Das ist korrekt. Ja. Alle Therapeuten werden den ersten Tag, inklusive der Ärzte natürlich als Therapeuten, werden am ersten Tag anwesend sein und werden den Patienten dann sehen, auch individuell sehen und untersuchen und natürlich diagnostizieren, gegebenenfalls, falls irgendwas Neues noch hinzukommt. Und werden dann im Team natürlich einen individuellen Behandlungsplan machen, der dann von Tag 2 bis 5 letztendlich für diese Patienten in Einzel- oder Gruppentherapien und dann auch in unterschiedlichen Therapeuten kombiniert letztendlich ablaufen wird. Und dann gehe ich abends wieder nach Hause? Oder bleibe ich bei Ihnen? Sie können abends nach Hause gehen. Man schläft zu Hause oder im Hotel und kommt tagsüber zur Schwindeltherapie. Und klassischer Fall wäre vielleicht Lagerungsschwindel oder was auch immer. Also wenn ich dann am zweiten Tag wieder zu Ihnen käme, was würde denn dann passieren? Also beim Lagerungsschwindel ist es jetzt zum Beispiel so, das ist ja eine ganz klare Diagnose, muss man sagen. Und da gibt es zum einen die fachärztliche Therapie mit Befreiungsmanövern, die sehr erfolgreich ist. Und für jeden, wir haben 3 Bogengänge, 3 unterschiedlichen Ebenen, für jeden Bogengang und auch jede Seite gibt es eine Art von Befreiungsmanöver, wo der Patient sich im Prinzip in eine Position bewegt, gedreht wird von dem Arzt, der das macht, dass diese Steinchen in den sogenannten Linearbeschleunigungsorganen, das ist der sogenannte Saccus und der Utriculus, zum Liegen kommen und damit aus diesen Bogengängen raus sind. Das sind so große Auffangbehälter, die für Linearbeschleunigung da sind, hoch und runter, vor und zurück. Und das wird durch bestimmte Drehübungen gemacht. Da wird der Patient gelagert, halt, wie der Name auch schon sagt. Und dadurch kommt es dazu, dass der tatsächlich weggeht und ist, wenn man das mehrfach macht, auch sehr erfolgreich, so um die 80%, je nach Manöver und je nach Art und Weise, wie man das dann durchführt. Das heißt also, ein Teil dieser 4 Tage, die ich dann noch habe bei Ihnen, da sehe ich schon Ärzte, die mit mir etwas zu tun haben. Denn Sie hatten ja ursprünglich schon angesprochen, auch Therapeuten, Physios zum Beispiel auch. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesen Ärzten. Was tun denn Ärzte für mich in dieser Zeit außerdem? Außer, dass sie mir helfen, vielleicht den Schwindel, die Kristalle aus dem Ohr wieder rauszubekommen bei dieser Schwindelart. Sie machen eine gründliche Untersuchung und viele Patienten sind häufig noch nicht unter Berücksichtigung aller Aspekte von 2 Fachärzten gemeinsam untersucht worden, schauen, ob noch eine Diagnostik offen ist oder nicht. Das wird in der Regel aber nicht der Fall sein. Und dann werden Patienten am Anfang beraten und die Therapie über die Psychologen und Physiotherapeuten wird engmaschig koordiniert und kontrolliert. Bekomme ich Medikamente in der Zeit? Medikamente sind an sich nicht vorgesehen. Es handelt sich um Patienten, die chronische Schwindelbeschwerden haben, die Monate bis Jahre damit zu tun haben. Medikamente helfen bei manchen Schwindelformen vorübergehend, sie sind aber keine Dauerlösung. Und wir suchen eigentlich für die Patienten eine Dauerlösung, wie sie in Zukunft mit ihrem Schwindel besser zurechtkommen, auch wenn die Zeit der eigentlichen 5-tägigen Therapie schon vorüber ist, dass sie damit leben lernen und wie sie besser damit umgehen können. Ist das so eine Art Startschuss? Das kann man so sagen. Und zwar eine sehr effektive, sie ist überprüft. Es gibt solche Tageskliniken für Schwindel auch an anderen Orten und der Effekt ist wissenschaftlich auch bewiesen. Ja, das ist ja, ich sagte jetzt eben Startschuss, ich würde noch ergänzen, plus die ersten 100 Meter Begleitung, sagen wir mal so. Und trotzdem sagt man sich, Mensch, jetzt hast du schon 50 Jahre mit Schwindel zu tun gehabt und jetzt bin ich 5 Tage in St. Georg und jetzt soll das besser sein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wieso klappt das denn? Naja, es hängt natürlich damit zusammen, erst einmal, dass man braucht eine klare Diagnose. Und bei diesen Patienten, die chronisch schwindelkrank sind, da gibt es unheimlich viele Sachen, die ineinander greifen. Es ist meistens nicht nur eine Diagnose, das ist das Erste, was ganz wichtig ist.
Und das Zweite ist, müssen Sie sich so vorstellen, wenn jemand Schwindel hat, dann führt das zu Vermeidungsstrategien, die zum Beispiel psychische Überlagerung hat. Man geht nicht aus dem Haus mehr. Zum Beispiel, wenn man Angst hat, vor die Tür zu gehen, man macht keinen Sport mehr, wenn man Angst hat zu stürzen. Ja, man vermeidet Situationen, wo sowas auftreten kann. Und das führt natürlich dazu, dass die Sachen noch eigentlich viel schlimmer werden, weil man sich im Prinzip einigelt zu Hause und nichts mehr macht. Und das führt dazu, dass man körperlich schwächer wird, deswegen auch eine physiotherapeutische Behandlung. Das führt dazu, dass dadurch der Schwindel auch noch schlechter wird, weil die Bewegung sehr wichtig ist, auch für das Gleichgewichtsorgan und um das zu schulen und zu trainieren natürlich. Und es führt dazu, wenn Sie jetzt mal sich dann fragen, zum Beispiel, wenn Sie berufstätig sind, wie soll ich dann morgen noch Geld verdienen? Wie kann ich denn überhaupt arbeiten in solcher Art und Form? Und wenn wir jetzt mal etwas nehmen, wo es ganz klar ist, wenn Sie einen Dachdecker nehmen, der Schwindel hat, der kann nicht mehr aufs Dach gehen, weil er nicht weiß, wann der Schwindelanfall kommt. Demzufolge hat er natürlich auch Existenznöte, die zu entsprechenden psychologischen Problemen führen. Und das ist dann die dritte Form der Therapiephase oder Säule, die ich gerade genannt habe, eben die psychologische Betreuung. Alle, die chronisch krank sind, kriegen das. Egal, ob es Schwindelsymptome sind oder ob das auch andere chronische Erkrankungen sind, immer gibt es eine psychologische Komponente und die muss natürlich mitbehandelt werden. Mhm. Sobald man das versteht, was mit einem los ist und sobald man auch sieht, dass man nicht allein auf der Welt ist, der sowas hat, sondern eben, dass auch andere das haben, in Form von Gruppentherapien, ist es natürlich so, öffnet man sich der ganzen Sache und kann das dann auch verarbeiten. Und dann hat man sicherlich nicht nur die ersten 100 Meter. Es gibt auch den einen oder anderen, der sicherlich da auch, ich will sagen, geheilt rausgeht, aber so, dass er dann wieder normales Leben führen kann. Er hat aber auch welche Gene natürlich, die wir damit nicht komplett durchbekommen können. Und da ist es dann Sinn und Zweck der ganzen Übung, dass man den Kollegen, die vor Ort sind, Hausärzten zum Beispiel oder auch den Fachärzten, die sie betreuen, eine Möglichkeit gibt, das weiter zu therapieren und an die Hand gibt, was man machen soll, wie man es machen soll. Selbsttraining des Patienten zum Beispiel oder auch weitere therapeutische Behandlung durch Psychologen oder Physiotherapeuten. Ja, ist das messbar, also der Erfolg, den man hat in diesen 5 Tagen, die man bei Ihnen verbracht hat? Ja, prinzipiell ist Schwindel als Symptom ja schwer zu fassen und schlecht objektiv messbar. Von außen gibt es keine Skala, die einem das anzeigt, aber subjektiv sehr gut messbar. Und das können Patienten in Selbstbeurteilungsskalen angeben. Das Zweite ist, die Auswirkung von Schwindel ist ja für den Arzt sichtbar, beispielsweise in einer Unsicherheit beim Gehen oder bei Bewegungen. Und das ist wiederum sehr gut ärztlich messbar. Mhm. Gibt es denn die Möglichkeit, noch ein zweites Mal auch zu Ihnen zu kommen? Oder darf man das immer nur einmal und danach ist der Effekt verpufft, weil das so ein Starteffekt ist? Nein, grundsätzlich denke ich, kann man schon häufiger kommen. Und wir werden ja den Therapieerfolg sowohl vor Therapiebeginn, gleich nach der Therapie und nochmal 6 Monate später messen. Und wenn sich dann 6 Monate später zeigen sollte, dass der Patient immer noch einen Handlungsbedarf hat, das kann ja sein, dann kann man sicherlich auch nochmal drüber nachdenken, ob man das ein zweites Mal macht. Aber am Ende ist es natürlich so, da wir ja nur eine 5-Tage-Therapie anbieten, ist es natürlich klar, dass man auch in einem Netzwerk arbeiten muss, wo man dann mit den Kollegen vor Ort arbeitet, die dann das weiter fortführen müssen, was wir begonnen haben. Und der Patient natürlich auch selber dann fortführen muss und auch wollen muss, natürlich. Stichwort wollen. Sie bieten ja einen Strauß an, also sowohl den klassischen Mediziner als eben auch den Physiotherapeuten und den Psychologen. Habe ich selbst da auch ein Mitspracherecht? Also man hört ja immer wieder aus solchen Tagesklinikangeboten, dass man sagt, ja, ich habe aber gar keinen Psychologen gesehen und den hätte ich gerne noch ein zweites Mal gesehen, das war mir viel zu wenig oder so etwas in dieser Richtung. Das wollen wir natürlich ermöglichen, dass die Patienten auch das, was sie sich wünschen, erfüllt bekommen, beispielsweise an Gesprächen mit Psychologen in Einzel- oder in Gruppentherapie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, der eigene Wille, dass man als Patient sich nicht nur als Opfer einer Erkrankung oder einer Beschwerde fühlt, sondern auch beginnt, diese Beschwerde mitzugestalten. Dazu braucht man einen Willen, das wissen viele gar nicht. Das gilt auch für andere Beschwerden, die chronisch sind, beispielsweise den Rückenschmerz, ein ganz entscheidender Punkt. Und wir hoffen, den Patienten zu gewinnen, dafür sein Leben und seine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen, auch wenn er Beschwerden hat oder vielleicht auch eine Erkrankung, die man nur bedingt ändern kann. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, um zu gesunden, das ist der eigene Geist, der eigene Wille. Meinen Sie damit, dass man so eine Art persönlichen Erste-Hilfe-Koffer, ist ja falsch, denn es ist ja gar keine Erste-Hilfe, so einen persönlichen Lebensbegleitungskoffer damit rausnimmt für sich? Ich glaube, man muss dem Patienten oder dem Menschen helfen, ihre eigenen Ressourcen wieder zu entdecken. Die haben sie häufig vergessen. Aber der Mensch hat sehr viele Ressourcen und wenn man die bekommt und wenn man dann an einem Strang zieht, ist viel gewonnen. Mhm.
Und wie geht das dann danach weiter? Also wenn die Therapie beendet ist, ist man dann auf sich alleine gestellt oder bekommt man dann doch noch etwas mit auf den Weg? Ja, zunächst einmal ist es so, dass es ständig Reflexion gibt, sowohl im Team, das ist dreimal vorgesehen, über den Patienten, aber auch natürlich Patient und Therapeut in Einzel- und auch Gruppentherapien, sodass da gewährleistet ist, dass der Patient etwas an die Hand bekommt, wie er mit weiterarbeiten kann. Und das muss er natürlich auch in Selbststudium oder Selbstarbeit durchführen, weil es nicht ausreicht, dass der Patient nur einmal das macht über 5 Tage und dann nach Hause geht und dann denkt, das ist es. Das ist natürlich nicht richtig. Gerade bei älteren Patienten zum Beispiel ist es so, dass man das regelmäßig machen muss und nur Regelmäßigkeit hilft, dagegen anzugehen und das Ganze zu verbessern. Darüber hinaus ist es so, dass es ein Abschlussgespräch gibt zum Ende der 5 Tage. Und im Rahmen des Abschlussgesprächs werden die Stärken und Schwächen dem Patienten nochmal vor Augen geführt und gezeigt, wo er daran arbeiten kann für die Zukunft, was er tun und lassen sollte und was er vielleicht auch noch im weiteren Sinne fortführen sollte, zum Beispiel weitere psychologische Beratung oder physiotherapeutische Therapie. Ja, und das ist das, was wir auf jeden Fall planen und das ist auch in Kooperation in Form von Netzwerken mit den Kollegen vor Ort vorgesehen. Vielen Dank. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.